Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem Spiel Green Hell. Wir sind mitten im Dschungel, da unten wartet unsere Freundin, Frau, keine Ahnung. Wir sind gerade hier an diesem wunderschönen Ort angekommen. Ich hoffe, er ist wunderschön. Das Wasser könnte vielleicht sauberer sein, aber ansonsten sieht es doch ganz hübsch aus. Vor allem gefallen mir die Vögel, die hier rumfliegen. Sehr niedlich und laut. Ja, ich muss leider im Windows, im Fenstermodus spielen. Da mich das Spiel einfach im Vollbildmodus nicht spielen lässt, es stützt tatsächlich immer mit einer schönen Fehlermeldung einfach ab, wenn ich es im Vollbildmodus spielen will. Deswegen muss ich mal gucken, wie das nachher dann gleich nach der Aufnahme aussieht im Fenstermodus. Da werde ich wahrscheinlich ein paar kleine schwarze Balken überall ranlegen müssen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. So, und weil unsere Freundin jetzt so lange gewartet hat, werden wir mal antworten. Was? Halte T gedrückt. Oh. Du kannst hochkommen. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Mhm. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir die nie wieder sehen? Oder überhaupt niemand sehen? Ich wette, du würdest jetzt gerne ein Nickerchen machen. Was genau hast du vergessen? Das wüsste ich gern. What exactly? The deer should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Mhm. Very well. You can catch up, yes. The path leads through that canyon. Mhm, I know. Okay, kann ich mich? Ja, ich kann mich jetzt tatsächlich bewegen. Das ging nämlich gerade eben noch nicht. Ja, da unten, habe ich ein Fernglas oder sowas? Ich glaube nicht. Na gut, kann ich wieder runter? Oh, da ist sie schon wieder. Hast du das Boot auch festgemacht? Oh, have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. That place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabbawhaka village. Okay, wir waren also schon mal hier. What if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ja, und unsere Freundin, Frau, whatever, wie wir gerade erfahren haben, möchte zu diesem Stamm aufbrechen. Wer Green Hell noch nicht kennt, es ist noch Early Access, Alpha, irgendwas davon. Jedenfalls ist die Vollversion halt noch nicht raus. Deswegen jetzt gerade kann man es auch noch relativ günstig abstauben. Nachher wird es ein bisschen teurer. Also wer jetzt noch zuschnappen will, kann das für 16 Euro noch was noch tun. Ich denke mal, nachher wird das garantiert so 30 bis 40 Euro kosten. Das ist ein Survival-Spiel. Wie man schon sieht, wir sammeln... Oh, ja gut, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Kuh fallen lassen. Erweitern. Was denn erweitern? Zerstören? Sammeln? Da kann ich, glaube ich, kleine Steine draus machen. Ja, dann können wir die auch einfacher mitnehmen. Wir können ja schon mal so ein paar Sachen einfach mal einpacken. Kann nicht schaden. Ja, also ein Survival-Spiel und das ist richtig, richtig, ja, knackig. Richtig, haut rein. So, oh, das hier ist gerade irgendwie eigenartig. Wartet mal, ich gehe mal von den komischen wackelnden Steinen. Jetzt wackelt er nicht mehr. Das war gerade irgendwie eigenartig. Finde ein Lager ist unsere Aufgabe. Vielleicht soll ich das auch tun. Ich glaube, ich bin auch auf dem besten Weg. Ja, jedenfalls, hier lauert einiges auf uns. Man kann es ein bisschen mit The Forest vergleichen. Ich glaube, die Vergleiche, ja, da kommen wir auch einfach nicht drum rum. Allein schon eben wegen dieser Dschungelatmosphäre und dieser, ja, fast einsamen Insel. Fast. Denn wir haben jetzt schon gehört, es gibt auf jeden Fall einen Stamm. Und es gibt nicht nur einen. Soweit ich weiß, gibt es zwei. Einen friedlichen und einen bösen. Unsere Freundin geht natürlich zu dem friedlichen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich eher auf den unfreundlicheren Stamm treffen. So viel weiß ich bisher von dem Spiel. Der Story-Modus ist noch nicht raus. Ich konnte tatsächlich den Kampagnen-Modus noch nicht
anwählen. Das ist jetzt hier so ein kleines Fort-Tutorial, was wahrscheinlich auch so, ja, dann später auf jeden Fall Teil des Story-Modus ist. Nehme ich jetzt mal an, weil wir ja die Freundin hier kennenlernen und ja, sozusagen erfahren, was wir hier eigentlich wollen. So ein kleines bisschen. Oh, Telefon schon wieder. Okay, ich habe das Zelt gefunden. Okay, I found the tent. Is everything all right? Ja. Nicht gerade ein 5-Sterne-Unterkunft. Passt schon. Ja, passt. The camp looks impressive. They put up a tent for us. There's even a fire pit. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Yep. Okay. Einfach mal Tag 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Also, ich weiß nicht, ob ich gerade blind bin, aber wir unterhalten uns mit unserer Freundin, Frau, nicht über Walkie-Talkie gerade und trotzdem sehe ich sie nicht. Ah, da. Gott. Kann ich zu ihr hin? Get the camper started, please. Mensch, waren wohl zu faul, die Entwickler eine ordentliche Figurengrafik zu entwerfen, weiß ich nicht. Also so ein bisschen sehen wir sie ja, aber vielleicht hatten die Probleme mit Gesichtern, ich weiß nicht. Zumindest sehen wir ihres nie. Uns selbst können wir ja auch nicht sehen. Okay. Holz sammeln sollen wir. Finde ein Werkzeug, um Bäume zu fällen. Und hier sind ein paar Notizen, habe ich schon gesehen. The Lost Tribe. Ah, der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay, wir brauchen Hilfe. Hier haben wir noch ein paar Bilder. Shabono und Hunters. Okay, das sind Jäger und hier ist das Dorf. Ich kann das nicht richtig erkennen. Okay. Eine Notiz. Hier waren auch noch Bilder. Gucken wir auch gleich mal. Oh, das ist ein Wasserschwein. Oh, wie süß. Die gibt es bei uns im Zoo tatsächlich. Oh, ich liebe Wasserschweine. Die sind so putzig. So, Tiere des Regenwaldes. Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen Sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Aber ich kann doch kein armes, kleines Gürteltier trinken und auch kein Tapir und vor allem kein Wasserschwein. Das sind einfach die absolut tollsten Tiere der Welt. Yabahuaca? Yabahuaca. Die Yabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Aber warum wir jetzt wirklich hier sind, wissen wir nicht. Also ich dachte ja, sie wolle den Stamm einfach nur untersuchen. Aber scheinbar benötigen wir Hilfe. Ist das so ein bisschen Endzeit-Szenario? Kann das sein? Dass wir... Ja, brauchen wir vielleicht... Weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen Hilfe, um der Natur wieder näher zu kommen vielleicht? Halten. Eine Liane. Wir werden das garantiert alles irgendwie brauchen. Ich bin halt so ein kleiner Sammler. Was ich sehe, muss ich auch mitnehmen. Das Problem ist, wir haben hier kein riesiges Inventar. Also, ja, irgendwann werden wir da schnell an unsere Grenzen kommen, denke ich. Hätte C gedrückt, um das Navigationsrad aufzurufen, wie das Tagebuch und dann das Feuerlesezeichen. Sollten wir vielleicht tun. Tagebuch ist das hier wahrscheinlich. Kleines Feuer. Oh, das ist ja cool. Guck mal. Kann ich wahrscheinlich direkt bauen, wenn ich hier drücke. Kleiner Stock 6, Stock 8. Feuer kann verwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Mengenelemente. Wirkung senkt maximale Kondition. Was? Ich habe keine Ahnung. Wirkung senkt maximale Kondition. Was denn? Bekannte Behandlungsmethode? Okay.
Geistige Gesundheit haben wir nämlich auch. Das macht Halluzinationen. Ach so, jetzt verstehe ich. Wenn das hier nicht erfüllt ist, wenn wir, ja, wenn wir zu wenig davon haben, dann geht es uns wahrscheinlich nicht gut. Hier ist auch erklärt, die beste Fettquelle sind Nüsse. Dafür, hier ist leider nicht mehr, hier steht nicht mehr, was was ist. Also es gibt halt sowas wie Proteine, etc., was wir halt hier erfüllen müssen, immer auf dem neuesten Stand halten müssen. Immer sauberes oder abgekochtes Wasser trinken, andernfalls droht Parasitenbefall. Oh ja, das wird sehr, sehr, sehr witzig werden mit den Parasiten, ich sag's euch jetzt schon. Ach, können wir das schon bauen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon genug dabei haben. Ja, ich würde sagen, hier zum Baum, oder? Können wir uns gleich draufsetzen. Ach so, wir setzen erstmal nur eine Folie sozusagen und jetzt müssen wir alles einfügen. Ja. Ja, hab ich. Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Mhm. Es fehlt was. Es fehlt irgendwas. Das ist natürlich gar nicht gut. Halt, da, ich hab's gesehen. So, ich hoffe, das läuft hier auch alles einigermaßen flüssig. Aufgrund dessen, dass ich so viele Probleme hatte, tatsächlich hier überhaupt in das Spiel mal reinzukommen. Ja, habe ich jetzt nicht weiter rumprobiert, ob alles gut läuft. Ich hoffe wirklich, dass die Folge flüssig ist. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann weine ich. Ich habe gerade wirklich in einer Dreiviertelstunde hat's gedauert, bis ich hier dank des Fenstermodus tatsächlich mal in das Spiel reinkam. Also eigentlich, ja, nach Community-Meinung, also ich habe in unserem Discord-Channel mal nachgefragt, da hieß es eigentlich, sollte das mit dem letzten Patch behoben worden sein. Patch, auch schön. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz der Fall zu sein. Da ist wohl noch nicht alles behoben. Oder ich habe einfach nur wieder das Glück. Wahrscheinlich funktioniert es bei allen, nur bei mir nicht. Manchmal ziehe ich einfach so eine Bugs auch, ja, quasi an. So, ich hätte gerne noch ein paar Stöcker. Das kann ja nicht so schwer sein, ganz ehrlich. Ja, vielleicht kann ich auch einfach nur was kaputt machen. So, da habe ich es gerade selber gesehen, dass es tatsächlich ein bisschen gelackt hat. Nee. Blätter brauche ich nicht. Das gab leider kein Holz. Okay, das kriege ich dann nicht. Warte mal. Hier ist ein... Sag mal, habe ich jetzt schon 3 Macheten eingesammelt? Ernsthaft? Übrigens habe ich mir das Spiel tatsächlich jetzt nur geholt, da Soraya sehr gut Überzeugungsarbeit geleistet hat. Eben aufgrund dessen, dass es bald teurer sein wird, wenn eben die Vollversion kommt. Und da ich mir die erste Folge auch bei ihr angeschaut habe. Und natürlich auch das ganz kurze LP bei Gronkh gesehen habe. Und ja, ich konnte jetzt einfach nicht mehr mich diesem Spiel verwehren. Ich merke, hier ist irgendwie... Ja, hier hängt es gerade. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich sollte auch die Performance mittlerweile nicht mehr so das Problem sein. Na gut, das könnte jetzt vielleicht sogar meinem PC und der Aufnahme gleichzeitig liegen. Da könnte ich vielleicht noch wegen Einstellungen gucken. Das Blöde ist echt hier, wenn ich euch das mal zeigen kann. Ach doch, jetzt geht's doch. Ach, lustig. Vorhin im richtigen Hauptmenü konnte ich auf die Grafik nicht zugreifen. Da konnte ich nur auf Audio und Steuerung zugreifen. Aber nicht auf die Grafik tatsächlich. Okay, sanfte Schatten. Hoch, hoch. Ja, theoretisch könnte man die Schattenqualität halt auf jeden Fall noch runter machen. Ich habe nicht die richtigen Stöcke scheinbar. Was habe ich denn jetzt hier alles? Boah, 3 Macheten. Okay. Also hier, das Vogelnest, warum auch immer wir das überhaupt eingesammelt haben. Steine. Hier ist doch ein Stock. Was ist denn damit? Kann ich den da nicht... Das ist ein kleiner Stock, das wird wohl nicht funktionieren. Ich brauche noch große Stöcke. Okay, hier muss ich doch noch mal anders lang können. Das kann ja nicht sein, dass ich hier in dieser kleinen... Wie soll ich es nennen? In diesem kleinen Kessel hier gefangen bin. Muss es doch noch irgendwo... Guck mal, hier geht's glaube ich hoch. Von da kamen wir, oder? Geht's da hinten auch weiter? Was war das? Unbekannte Nuss. Okay, auch gut. Wir müssen auf jeden Fall auch mal essen. Wie mache ich meine Uhr an? Herstellen, Tagebuch, Rucksack, untersuchen. Nee. Ist das hier nicht ein... Mann, das sieht alles... Die ganze Textur hier sieht eigentlich aus, als wären hunderte Stöcke auf dem Boden. Aber wir kriegen keinen einzigen. Kann ich hier einfach gegenhauen und krieg dann irgendwie... Nee, scheinbar nicht. Ich dachte, dass dann vielleicht Äste runterbröckeln oder so. Hier ist ein Stock auf jeden Fall. Ja, das wird ja wieder nichts, wenn ich hier gegenhacke. Das sehe ich jetzt schon. Halt.
Nee, er ist wieder ein kleiner. Wir brauchen große. Und scheinbar noch ein paar. Oh, halt, halt, halt. Ja. Nein. Ich glaube, es war noch einer. Oh, jetzt könnte es sein. Ich kann sogar rennen. Das ist auch super. So, dann rennen wir mal. Oh Gott, wo ist denn unser Feuer? Da hinten. Müsste jetzt eigentlich rein. Huch, was ist das denn? Ein langer Stock. Okay. Ich habe den jetzt irgendwie hochgenommen einfach. Warte mal, ich lasse den mal kurz fallen. Ich gehe erstmal ans Telefon. Kannst du mir ein Feuerzeug geben? Lass mich ran. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Ja. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Mhm. Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Mhm. Tja, uns fehlen Streichhölzer, Feuerzeug, was auch immer. Oh, guck mal, wie geil das aussieht hier gerade. Oh, die Sonnenstrahlen. Oh, wie schön. Ich bleib hier aber stehen und sonne mich. So wie ich das jetzt momentan auch gerade mal draußen mache. Schau dir den neuen Handwerkseintrag im Tagebuch an. Nee, das ist nicht das Tagebuch. Das ist das Tagebuch. Okay, Stock oder Feuerbrett, kleiner Stock. Wir brauchen einen Handbohrer. Okay. Habe ich jetzt noch einen Stock? Nee, ne? Ich habe die, glaube ich, wirklich alle weggegeben. Das sind kleine. Kann ich mit dem langen Stock... Warte mal. Wenn ich den sammle, kriege ich da normale Stöcke raus? Ja, tatsächlich. Oh, was haben wir hier? Ach so, die Nuss. Okay, aber wie mache ich das jetzt? Geht das so? I need to find something dry. Okay, das hat funktioniert. Wir haben Handbohrer gemacht. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir was? Um ein Feuerwerkzeug zu benutzen. Öffne den Rucksack. Tab, ruf das Kontextmenü für das Feuerwerkzeug auf und wieder benutzen. Die Steuerung finde ich noch ein bisschen hakelig. Ja, und nun? Ziehe das Zündholz aus dem Rucksack und auf den Feuerwerkzeugplatz, um Feuer zu machen. Zündholz? Was? Was für ein Zündholz? Hä? Habe ich Zündholz dabei? Ich habe ein Vogelnest. Geht das? Ah, das geht. Tatsächlich, das Vogelnest. Mein Feuerzeug zu benutzen. Achso, jetzt wieder das. Hat's geklappt? Ja, verdammt. Und jetzt? Oh, hier. Bitte anzünden. Oh, Mia. Yeah. The fire is burning. Wir haben es geschafft. Give me a minute. Das heißt, wir werden überleben, denn wir haben Feuer. How do you do? Yay. What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Hm. Irgendwie, es ist ein bisschen doppelt. Ist ein bisschen eigenartig gerade. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist eher ein grafischer Fehler gerade. Okay. Du hast recht. Du wirst mir fehlen. Ich liebe dich. Na komm, ein bisschen Romantik, bevor unsere Frau geht. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too. Yeah. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Oh. Hard to blame them.
Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Ja, das klingt ganz nach den Menschen. Irgendwas Schönes finden, was natürlich ist, und dann erstmal belagern und kaputt machen. Wir sind aufgewacht, Tag 3. Oder? War doch, glaube ich, gerade Tag 3. Ich glaube. So, ich nehme an, Frauchen ist schon weg. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nö. Zettel. Was? Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk da gelassen. Deine Mia. Ja, schon weg. Okay, das ist das Geschenk. Ich kann es nur nicht nehmen. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja. Wo bist du? Where are you? I should reach the village shortly. Ja. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Okay. Hoffen wir mal, dass es nicht hat. Nehmen wir das mal. Eine Uhr. Das ist die Uhr, die wir schon im Tagebuch gesehen haben. Ich dachte, die hätten wir schon längst. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it. Okay, halte F gedrückt, um die Smartwatch anzuschauen. Da sehen wir, was wir brauchen. Oh, und da eher fehlt auch ein bisschen was. Ich weiß jetzt leider nicht, was ist. Also Flüssigkeit ist klar da rechts unten. Andere Proteine und keine Ahnung was. Eiweiß wahrscheinlich. Okay, hier konnte ich was angucken. Lesen. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterholz. Hier sehen wir, was wo lebt. Ja, ich wäre gern hier ganz oben einfach in Sicherheit mit den Äffchen. Das wäre schön. Ob man sich ein Baumhaus bauen kann, das wäre echt toll. So, hier haben wir was zu futtern. Die Riegel. Wir nehmen nicht die riesigen Dosen hier und machen uns einfach ein schönes Mahl. Nein, wir nehmen die kleinen Fitzelriegel. Die bringen garantiert auch mehr. Oh, hier sind ein paar neue Notizen. Jaguars. Die Jaguar, die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Oh, nein, das wollte ich nicht. Hier sehen wir die mal richtig. Jabberwocka. Die Jabberwocka leben tief im Amazonasregen. Nee, Moment, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Entschuldigung. Das auch. Das auch, aber ihr seid neu. Die sehen böse aus. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame, bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Jabberwocka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Ja, das sind wohl die, vor denen wir uns in Schutz nehmen müssen. Das da kann ich irgendwie nicht anklicken, wo eine Schlange zu sehen war. Wenn ich das richtig gesehen habe. Finde etwas Nahrhaftes. Achso, dann brauchen wir ja nur den Rucksack aufmachen. Ich würde gerne den Nuss essen, den wir gefunden haben. Kann ich das? Verfall in 3 Tagen. Wann verfallen die? Gar nicht? Dann würde ich die hier ganz gerne essen. Hat 15 Fett. Ah, okay, das Grüne ist Fett. Ich glaube, ich muss noch mehr essen. Kohlenhydrate, Proteine, Fett. Okay, dann wissen wir es jetzt. Kein Eiweiß dabei. Ist ja eigenartig. Immer noch nicht fertig. Jetzt aber. Halte F gedrückt, um auf deine Smartwatch zu gucken. Da, sieht super aus. Gut ausgeruht und wohl genährt. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk.
They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay, sei vorsichtig. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Was? Bei dem Sauwetter soll ich rausgehen und Pflanzen untersuchen? Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das hier ist gerade ein schöner Abschluss. Unsere Freundin ist also schon zum Stamm gegangen. Wir können uns ja erstmal nicht so viel bei ihr melden, wie wir gerade erfahren haben, weil die Technik nicht so wohlgesonnt gegenüber sind. Also gut, beschäftigen wir uns hier eine Weile ohne unser Frauchen. Gut, Leute, dann sagt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr von diesem Spiel haltet, ob ihr schon selber gespielt habt, schon Erfahrungen mitgemacht habt oder wie ihr es jetzt so von dem ersten Eindruck her findet, falls euch das hier komplett neu ist. Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!